Das Promi Round and Round. Promis drehen am Rad. She got me going. Promi Round and Round. Zufällige Fragen und viele Antworten. Und hier ist Ihr Gastgeber, Fabian van der Weyd. Servus und herzlich willkommen. Ich freue mich heute riesig über einen Gast, der bei euch auch ganz oft auf den Ohren ist, ohne dass ihr es wisst, denn er ist Synchronsprecher und er ist noch häufiger bei euch am Bildschirm. Denn er ist auch einer meiner Lieblingscharaktere, einer meiner Lieblingsserien. Hier ist Paul Sedlmayr alias Riedel. Hallo Didi, servus. Grüß dich, es ist toll, dass es klappt. Vielen, vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich auch, sehr gerne. Wo erwischen wir dich gerade? Zu Hause, so wie es aussieht, oder? Ich bin gerade zu Hause tatsächlich, ja. Im Keller, in meinem Kabuff und da sitze ich jetzt und mache mit dir den Podcast. Ja, man weiß es nicht so genau, wo sein Zuhause ist. Da behält er sich bedeckt. Er sagt, irgendwo zwischen München und meinem Revier sozusagen, Wolfratshausen. Also nicht allzu weit weg. Ja, das ist ein sehr schöner Vorteil. Ich habe es zur Arbeit wirklich nicht weit. Also sei es jetzt, wie du schon angesprochen hast, ins Synchronstudio nach München oder zum Set von Hubert und Staller. Das ist alles immer sehr schön nah. Das ist wirklich ein schöner Vorteil für mich. Ja. Du weißt eigentlich noch gar nicht so recht, was dich jetzt hier bei mir im Promi Round and Round erwartet, oder? Nein, gar nicht, aber ich bin sehr gespannt. Magst du Überraschungen? Ja, wenn es gute Überraschungen sind. Das weiß ich auch nicht so genau, denn wir haben dieses Rad hier. Alles klar. Also da sind Sachen drauf, da steht drauf Promi, Isch, Skurril, also irgendwelche Begriffe, da wird sich was dahinter verbergen. Ich schlage einfach mal vor, so zum Reinkommen, wir drehen dieses Rad einfach mal und schauen, was rauskommt. Ja, so machen wir es natürlich. Wir drehen heute das Rad mit Riddle alias Paul Sedlmayr oder umgekehrt und wir kommen zu, um Gottes Willen, gleich diese Kategorie. Echt? Die privateste Frage des Gesprächs. Das könnte jetzt natürlich sein. Oh wow. Dass du, lieber Paul, sagst, na, also ich lege jetzt sofort auf. Denn also ich habe hier ein Bild rausgesucht für alle Podcast-Zuhörer. Paul Sedlmayr sitzt in einem als Kinderzimmer zu erkennenden Zimmer und es liegt Spielzeug um dich herum. Du bist bemalt, schlafend, ja. Und du hast neben dem Post geschrieben, monokultureller Esser, in Klammern Pommes, sehr aktiv und aufgeschlossen, aus Gründen abzugeben. Wie viel hast du gekriegt fürs Kind? Tatsächlich hat es keiner genommen, aber das war in der Corona-Zeit auch schwierig, Kinder loszuwerden. Nein, aber das war eben zu der Zeit einfach wahnsinnig anstrengend. Und das wollte ich mit diesem Bild zum Ausdruck bringen. Wenn ich richtig informiert bin, zwei Kids, du lässt es auch natürlich im Privaten, wie es ist, aber wie ist es mit deinen Kids, wenn der Papa sagt, ich gehe zur Arbeit? Ist es so wie, der andere arbeitet halt im Reisebüro und du arbeitest halt als Schauspieler oder gehst ins Studio? Ist es völlig normal zu Hause? Ja, klar. Also für die auf jeden Fall. Ich meine, sie haben es ja nie irgendwie anders mitbekommen. Und dadurch, dass jetzt so in dem Alter sind, wo sie auch schon diese Serie anschauen dürfen, beziehungsweise durch die anderen Kinder erfahren, was da so passiert in meiner Arbeit, ist es natürlich für sie auf der einen Seite spannend, aber auf der anderen Seite auch ganz normal. Ja, klar, logisch. Und die sehen dann halt, ne, das ist doch dein Papa hier im Fernsehen. Aber genau. Für die ist es auch so, also bei meiner Familie ist das immer so, dann so, Papa ist wieder im Radio, der läuft halt da irgendwie im Hintergrund oder ist da auf YouTube irgendwo, aber ist nichts irgendwie, das ist eher für die Freunde dann oder für Bekannte eher interessanter als dann für die Family, oder? Ja, das ist natürlich auf der, das ist, am Anfang ist es sehr interessant, aber wenn die dann kommen, merken die schnell, ja gut, der ist auch nicht anders als jeder andere Vater. Und dann hat sich das Thema auch ganz schnell erledigt. Also diese Distanz und dieses, vielleicht gewisse Ehrgefühl. Aber das ist ja auch schön so zu sehen, dass gerade ganz viele junge Leute diese Serie gucken. Also das freut mich am allermeisten. Absolut. Also bei uns ist es auch, muss ich euch und dir sagen, es ist generationenübergreifend. Also das schaffen wir auch wenige, da so eine Verbindung herzustellen von jung bis alt. Und es ist ja dann doch
bayerische Mundart, das Ganze, gell? Aber das von Süd bis Nord eben alle tatsächlich dem Bajuwarischen etwas zugeneigter sind durch dich und durch euch. Ja, vielen Dank. Das ist ja auch schön, wirklich schön. Und ja, wie du auch gerade gesagt hast, dass diese, wir machen das jetzt seit über 10 Jahren, dass eine Generation mitgewachsen und jetzt kommt die nächste. Das ist wirklich Wahnsinn und ein wirklich schönes Gefühl. Aber ganz ehrlich, als Riedel gehst du ja manchmal den Kollegen auf den Nerv oder die Kollegen dir als Pechvogel. Aber du wolltest ja eigentlich uns allen auf den Nerv gehen mit einem ganz anderen Beruf, den du ursprünglich machen wolltest. Ja, tatsächlich. Also mein Vater, der ist Zahnarzt gewesen, jetzt nicht mehr. Der ist ja auch schon über 80. Aber der hat es immer mit einer wahnsinnigen Leidenschaft praktiziert. Und das hat mir sehr imponiert und ich habe gedacht, ich könnte das auch, nur eigentlich habe ich Schule 13 Jahre lang gehasst und dann bin ich in die Uni gekommen und da habe ich gemerkt, nee, das packe ich nicht. Und dieser Schauspielgedanke war schon immer so im Hinterkopf und habe ich gesagt, komm, jetzt probier's und du bist noch jung, du kannst es noch probieren und ja, dann ist es eben dazu gekommen. Ja, das Konzept Schule ist, glaube ich, so insgesamt, also weder Schule, dann Uni oder 13 Jahre, du hast es selber gerade gesagt, ist nicht so toll. Ja. Private Schauspielschule hast du aber auch gesagt, also ist irgendwie, also dieses Konzept Schule war nie deins, ja, oder? Ja, das ist jetzt, also wenn du jetzt Schauspielschule ansprichst, ich habe es natürlich auch versucht, auf staatliche zu kommen, aber dieses Elitäre ist mir schon wahnsinnig auf den Sack gegangen und dann war ich kurz auf einer privaten 3 Monate und da war es so, dann ich habe dann auch schon synchron gesprochen und dann sind dann irgendwelche Lehrer, die dir was beibringen wollten, Sprachtechnik und so weiter, die kannte ich dann vom Synchron und haben gedacht, das sind riesige Pfeifen und das war dann letztendlich schwierig, ja, genau. Und für mich war das dann, die Schauspielschule war für mich eigentlich Hubert und Staller, weil du mit sehr guten Leuten zusammengearbeitet hast oder immer noch arbeitest und Braun und Monika Gruber, Hannes Ringelstetter, Karin Thaler, Christian Tramitz, also das ist alles für mich eine wahnsinnig gute Schulung gewesen. Jetzt könnte man denken, und da muss man, weil du gerade sagst, Papa und Familie, jetzt könnte man denken, ja, also klar, wie dir, der Weg zum Film ist ja logisch gewesen. Familie Hörbiger, ja, Sedlmayr, der Onkel Christian Tramitz, die Schwester Marisa macht Zünk, der Bruder Pirmin ist Schauspieler und so. Es war ja vorgezeichnet. Aber liebe Leute, das war ganz anders. Eigentlich hat Paul Sedlmayr den Weg zum Film geschafft, indem er Oliver Mielke, den Regisseur der Bully Parade, schlicht und einfach erpresst hat. Den habe ich erpresst. Also ich habe so angefangen mit Praktikas, auch beim Oliver Mielke in der Entertainment Factory. Das ist die Firma, die eben Bully Parade produziert hat, jetzt auch Hubert und Staller produziert. Und dann habe ich eben als Praktikant angefangen, dann war ich Aufnahmeleiter in der Produktion und so weiter. Und mich hat es aber eben immer vor die Kamera gezogen, weil das auch immer der entspannteste Job war, der Schauspielerberuf. Und ja, da gab's so kleine Sketche, wo ich mal mitspielen durfte, oder da war ich bei Hausmeister Krause und sowas. Aber letztendlich dieses Hubert und Staller Ding ging eben über eine Erpressung. Der Oliver Mielke hat einen Film gedreht, eben auch am Starnberger See, und weil ich da herkomme und mich ganz gut auskenne in dem Guy, dann hat er mich gebeten, ihm da ein bisschen zu helfen. Das habe ich gemacht, aber nur unter der Bedingung, dass ich bei der nächsten Produktion als Schauspieler dabei bin. Ja. Und dann halt gut gemacht und dann sagt er, übrigens, es geht weiter. Ja, ich glaube, das war ja auch nicht klar wirklich, dass es dann weitergeht. Und nee, das war nicht wirklich klar. Also wo das irgendwie, wir haben ja vor dem Piloten haben wir nochmal ein Land der Berge, das gibt's auf YouTube gedreht, und dann kam eben dieser Pilot und dann war es mal irgendwie RTL 2 und dann hat aber die ARD eben diese Regionalkrimis ausgepackt, diese Idee gehabt. Und ja, so ist es dann dazu gekommen, dass Hubert und Staller, heiter bis tödlich, war dieser Überbegriff, dann bei der ARD gelandet ist. Ja, Gott sei Dank.
Also, die hätten sich ja in den Allerwertesten gebissen, wenn sie gesagt hätten, das geht ja irgendwie. Ja. Haben sie aber mal was gut gemacht, ne? Absolut, das haben sie und machen weiterhin gut. Denn die aktuelle Staffel, muss man auch dazu sagen, die läuft gerade, 12. Staffel, seid ihr mittlerweile unglaublich. Ihr hattet 90 Minuten noch. Dem Himmel ganz nah, so rum, wie ich sage. Ja. Also unbedingt reingucken in der Mediathek oder wenn ihr natürlich mal alle Infos wollt, schaut da auf Instagram Paul Sedlmayr, das ist der mit dem blauen Sternchen. Gell? Und da habt ihr alle Infos natürlich. Jetzt habe ich dem letzten Mal den Kollegen, den du auch gut kennst, weil er einfach noch der Hubert Mitstaller war, da gehabt, nämlich Helmfried von Lüttichau, da ist er. Ja, wie hat sich's verändert? Der vermisst euch, glaube ich, schon. Ich vermisst ihn, glaube ich, auch, oder? Den Staller. Ja, ja, klar. Also ich sag's ja auch immer wieder, dieses Staller-eske bei manchen Situationen fehlt natürlich dieser Ausdruck von ihm und sowas. Das ist halt einfach einmalig, ja. Das kriegst du so nicht hin mit irgendwem anders. Und deswegen war es ja ganz gut, dass es so teamintern geregelt wurde, dass quasi der Girrwitz so auf seinen Platz rückt. Das war, glaube ich, somit der Grund, dass es so, dass so die Grundmannschaft weiter bestehen bleibt. Und ja, das hat eben ganz gut funktioniert und da sind wir natürlich wahnsinnig froh drüber. Und funktioniert anscheinend auch nicht nur mit dem Tausch, denn es läuft sehr erfolgreich weiter, sondern es funktioniert auch mit deinem Onkel, Christian Dramitz. Wissen vielleicht auch nicht alle, dass ihr verwandtschaftlich verbandelt seid und so weiter. Kommt das überhaupt zur Sprache oder ist es halt einfach der Kollege? Naja, nur einfach der Kollege ist es natürlich nicht. Das ist, wie ich auch schon anfangs gesagt habe, immer ein Vorbild gewesen für mich und ich habe sehr profitiert, dass ich mit ihm zusammenarbeiten darf, klar. Und aber auch mit den anderen Leuten. Logischerweise. Wie oft wirst du angesprochen als Riedel? Ja, schon oft. Also nicht nur als Riedel, sondern auch die Leute kommen schon auch und sagen, Herr Sedlmayr, können wir ein Selfie machen oder Paul oder was weiß ich und sowas. Aber das ist deswegen macht man das ja auch, dass die Leute einen erkennen und sowas. Und es ist eine super Sache, ein super Gefühl. Und die haben immer ein Lächeln auf dem Gesicht, wenn sie mich sehen und ein Selfie machen wollen oder ein Autogramm wollen. Und das ist einfach mega cool. Weil es einfach eine super positive Rolle ist und die lieben, glaube ich, alle. Und oi, hier, jetzt kommt ein Rädchen. Meine Damen und Herren, wir haben schon lange gequatscht, aber natürlich wollen wir noch ein zufälliges Rädchen hier im Promi Roundaround heute mit Paul Sedlmayr. Und wir kommen zur Kategorie, lieber Paul, die heißt Zitat mal andersherum. Ja, ja. Du gibst mir eine Stimmung vor und in dieser Stimmung werde ich ein Zitat aus einer deiner Szenen, die du abgedreht hast, in irgendwelchen Projekten von dir versuchen darzustellen. Du musst mir aber sagen, aus welcher Szene oder aus welcher Produktion war das Ganze? Sag, du überrascht. Dann ist das erste Zitat für dich, das du erraten könntest vielleicht, wäre: Ich hab Scheiße gebaut. Ich muss das Land verlassen. Tolle Frau. Ja, ja, das war der Sketch Mata Hari aus Sketch History. Richtig. Im Zug. Ja, Mann. Es unglaublich. War, es war nicht überrascht, habe ich gerade festgestellt, weil ich mich so auf den niederländischen Dialekt konzentrieren musste. Nein, das ist auch total schwierig. Also ich war wahrscheinlich, sagt jeder Niederländer, das ist so nicht niederländisch, aber das ist ja auch egal. Also wir verstehen es so und von daher ist es alles okay. Du hast vorhin auch schon erzählt von diesem Projekt Sketch History, da habt ihr einfach ja Szenen aus der Historie nachgestellt und sehr, sehr lustig gemacht. Mhm. Auch eine tolle Mannschaft, oder, damals? Ja, fantastisch. Also das war eine mega Zeit. Wir haben ja dann auch einen Film gedreht, die Geschichte der Menschheit. Wir waren für Sketch History, ist wirklich sehr schwer auszusprechen, waren wir in Budapest, Ungarn. Und das war einfach toll, da in dieser Stadt zu sein, mehrere Wochen. Ich habe das total genossen. Die Dreharbeiten waren anstrengend. Du warst vollgeklebt mit Bärten, krassen Kostümen, 40 Grad. Aber nachher ist halt einfach ein mega geiles Ergebnis rausgekommen. Da war jeder top motiviert. Alle Kollegen haben da Gas gegeben. Und es war einfach eine wahnsinnig schöne Zeit. Schade, dass es nicht mehr ist. Aber mei, vielleicht kommt es ja wieder. Liebe Leute vom ZDF, also ganz ehrlich, ich meine, die schauen das hier natürlich standardmäßig, die Sendung hier. Natürlich, ja, natürlich. Aufnehmen. Wir haben es geliebt, ja. Deswegen... Ja. Ich glaube auch, das nochmal unfassbar lehrreich, weil man ständig in einer neuen Rolle ja sich hineinfinden muss, mit anderen Dialekten dann auch noch. Zweites Zitat hätte ich noch, mit was für einer Stimmung? Ja.
Verzweifelt? Löwen, das ist ganz schlecht. Ich habe eine Katzenhaarallergie. Ja, ja. Auch Sketch History, Gladiator-Bewerbung, Einschreibung. Absolut. Also sensationell mit anderem Dialekt auch. Fallen dir Dialekte und Texte wirklich so leicht, das Ganze dann rauszuhauen und zu lernen? Ja, also das war bei meiner Familie schon so. Also meine Mutter und meine Großmutter, die haben immer einen hessischen Dialekt miteinander. aber den kann ich tatsächlich nicht so. Das finde ich wahnsinnig schwer. Aber ich finde Dialekte großartig, ganz großartig. Also das Fränkische auch und so, das ist einfach, ich mochte es total gern. Ich war noch einer der wenigen bei der Bundeswehr. Da hat mir einer erklärt, in Unterfranken, da sagt man Bratz Bret und in Oberfranken sagt man Bretz Brat oder andersrum und sowas. Das ist einfach genial und Dialekte sind einfach was total Schönes. Ich mag das sehr gerne. Ja, und kommen vom Herzen einfach und die haben einfach ja. Eine ganz eigene Sprache und auch eine eigene Mentalität dahinter. So ist es. Das ist ja. Wunderbar. Momentan möchte ich mal ganz kurz, ich glaube, du bist bei der Deutschen Bahn zu hören in Bayern und gibst so ja, Tipps, ja, was so ja. Schön in Bayern ist, habe ich das richtig gehört? So Reiseguides, genau. Also durch München und wo war es noch? Im Allgäu, ja, unter anderem. Ja, um das schöne Bayern mal kennenzulernen, gell? Für alle, die jetzt außerhalb genau. Bayerns zuhören, unbedingt mal reinhören, heißt DB Regio Guide, glaube ich. Mhm. Da mal reinhören, ja? Da gibt Paul Sedlmayr euch ganz persönlich mal die Tipps, wo ihr hinfahrt. Das Einzige, so ist es. Was er nicht macht, ist sozusagen euch einen Tipp geben, wo ihr mit dem Rad hinkommt. Da habe ich eine lustige Geschichte gehört von einem Kollegen von der SZ. Weil die Bahnräder, die kriegst du schwer auf, glaube ich. Das ist auch so eine Geschichte, die hängt dir gerade irgendwie nach. In jedem Interview. Ja, ich war im Lustspielhaus bei irgendeinem Kollegen und ich weiß es gar nicht mehr. Es war sehr spät. Es war eine laue Sommernacht und damals eben noch in München gewohnt und ich wollte so ein MVG-Radl. Ich war natürlich noch fahrtüchtig, ist klar. Ist klar. Aufsperren und da musst du so einen Code eingeben und es hat irgendwie nicht funktioniert und dann ruft da eben der Kollege, Riedel, kriegst das Radl nicht auf. Und dann bin ich mit den zwei Burschen ins Gespräch gekommen und dann saß man irgendwie noch 3 Stunden und haben an der Münchner Freiheit Bier getrunken. Richtig. Das war wirklich ganz nett. Und danach waren sie immer noch fahrtauglich, ja? Nur das unmittelbar. Ja, selbstverständlich. Da habe ich dann die U-Bahn genommen. ist klar. Was, apropos, du hast gerade Theater erwähnt. Was steht aktuell an bei dir an Projekten, egal neben Hubert und Staller natürlich, beziehungsweise Hubert ohne Staller? Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so viel verraten darf. Also möglicherweise geht's weiter okay. mit Hubert und Staller. Also da mache ich mich schon mal bereit für eine neue Staffel. Und ja, dann habe ich eben noch verschiedene Synchronprojekte, aber da darf man ja gar nichts sagen. Ja. Also das ist ja hochgeheim. Aber wie gesagt, ins Studio geht's auch. Und das ist, nach dem Streik war es ein bisschen mau. Das hat man schon gemerkt in den USA, dass diese ganzen Produktionen da stillstehen und nichts kommt. War tatsächlich so. Aber das läuft jetzt auch alles wieder an und deswegen, es gibt, glaube ich, dann schon genug zu tun. Ja, bin ich sehr gespannt. Du hast gesagt, auch weil du gerade gesagt hast, es ist hochgeheim alles. Ich glaube, bei der Herr der Ringe-Geschichte, wo du den Synchro auch machen durftest, da hast du sogar. Außenrum war alles quasi wie bei diesen Zoom-Konferenzen, wo außenrum alles vernebelt ist. Du hast nur deinen Charakter gesehen. Dass du nichts verrätst, oder wie ist das? Wird das auch so gemacht dann? Ja, dass du halt von der Geschichte nichts sagen kannst, eben vom Inhalt, vom ganzen Plot. Teilweise kriegt man auch gar nicht mit, was jetzt wirklich in der Szene passiert. Also weder der Dialogregisseur noch ich. Also man weiß gar nicht, warum schreit er jetzt, fällt er irgendwie die Schlucht runter oder kriegt er ein Schwert reingerammt oder irgendwie sowas. Das ist natürlich sauschwer und alles ist so verpixelt und Wasserzeichen und so weiter. Und dann kommt dieses ganze Bild, kommt immer so nach und nach. Du musst dann quasi, was du schon gemacht hast, musst du eventuell dann nochmal machen, weil es halt von der Stimmung nicht passt und so weiter. Weil du ja nicht weißt, wie der Plot ist, also dich gar nicht reinversetzen kann. Also stelle ich mir irre schwer vor. Das ist aber nur ein Job, den du machst. Riedel alias Paul Sedlmayr. Dein Hauptjob ist ja eigentlich am Rad drehen. Und zwar mit mir auch. So ist es. Wir drehen nochmal am Rad und kommen zum Ratz-Fatz-Satz. Ja? In Bayern würde man vielleicht sagen,
Jetzt mache ich es mal spontan aus dem Bauch aus. Nicht lang fackeln, Satz zu Ende bringen. Ich gebe dir Satzanfänge, lieber Paul, und du versuchst, den mal zu Ende zu bringen. Nicht lange überlegen und ran an die Buletten. Ne? Wenn's um Anime geht, Wird's meistens laut. Laut? Also Anime für alle, die sagen, wie war das, sind diese japanischen Zeichentrickfilme und da bist du schon ein bisschen nerdig drauf, oder? Ja, also gerade was so, also ich bin jetzt auch schon älteres Kaliber, ich kenne die wirklich krassen Dinger, die wirklich krassen Nerds, die Filme und sowas, die kenne ich nicht. Ich war halt immer ein großer One Piece Fan und durfte da eben auch Synchronregie machen. Aber es war immer sehr, sehr laut, und weil Piraten kämpfen und gegen andere Piraten oder gegen die Marine und so weiter. Das war dann teilweise, wenn du dann 5 Tage im Studio bist, sehr anstrengend. Aber es ist auch bei anderen Animes meistens so, dass sie laut sind, genau. Okay. Schaust du da mal mit deinen Kids oder deiner Family? Nee, bei Animes sind die noch nicht. Also da, so weit sind wir noch nicht. Das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Okay, dann bisher Hubert und Staller und danach, oder Hubert ohne Staller. Naja, jetzt kommen so die Filme, so Kevin allein zu Hause und sowas. Das ist ja auch immer cool, wenn du das dann wieder siehst und dich da dran an deine eigene Kindheit erinnerst. Das waren ja wirklich wahnsinnig tolle Filme. Nächster Ratzfatzsatz für dich. Meine Frau und Kinder sind zwar an Nummer 1, aber meine Vespa 50N von 1964? Kommt gleich auf der 2. Ist quasi deine Gefährtin Nummer 2. Das ist gut so. Ja, das war so, Liebe auf den ersten Blick. Den hat mein damaliger Vermieter, also die Vespa hat mein damaliger Vermieter gehabt, und ich habe ihn so lange beschwatzt, bis er sie mir verkauft hat, weil das Ding einfach mega schön ist, und ich habe sie sehr gern. Bist du ein Schrauber? Also du kannst da selbst Hand anlegen? Leider bin ich kein Schrauber. Also da bin ich tatsächlich nie wirklich reingekommen. Also auch wenn ich jetzt auf dem Land bin, aber ich habe da zum Beispiel den Weudel, der macht mir alles, was maschinell zu beheben ist, oder der Bumm-Michi, der macht alles, was Motorräder betrifft, beziehungsweise Roller und so weiter. Also ich habe da meine Pappenheimer, das ist alles wunderbar. Die braucht man. Grüße an den Michel, absolut. Grüße an den Weudel, Grüße an meinen Bernhard, das ist mein Schrauber. Ja, also ich wär verratzt, und du kannst ja nicht mehr in die Werkstätten, kannst du nicht mehr gehen, du zahlst dich ja, da kannst du ja gleich ein neues Gefährt kaufen. Ja, also ich hab sogar noch mehr, also wenn ich jetzt so darüber nachdenke, muss ich noch den Tom erwähnen, ich habe so einen alten Mercedes auch, den ich wahnsinnig gern habe. Das ist auch so ein Liebhaberding, und da ist der Tom immer bereit für mich, der bei Mercedes gelernt hat und so. Das ist einfach eine geile Sache. So alte Dinger, das ist was ganz was Schönes. Und alternativ natürlich noch ganz liebe Grüße an den Manu, der mit mir den Mercedes aus Italien geholt hat. Um das Ganze zu, nicht, dass ich da irgendjemand vergesse, weil das ist schon wichtig. Bitte alle Beschwerden, wer nicht genannt wurde, einfach in die Kommentare unten, ja? Oder direkt. Ja, bitte. Wenn es so ist, dann tut es mir wahnsinnig leid. Beschwerden an Paul. Man merkt gerade, dass ich da sehr Wert drauf lege, dass die genannt werden. Entschuldigung, ist ein Exkurs, aber das muss sein. Ja, und natürlich auch alle anderen Marken, die sich jetzt sagen, nicht genannt gefühlt haben, Audi, Opel und sonstige, Werbeverträge gerne. Selbstverständlich, aktuell fahre ich einen 1er BMW. Okay, jetzt haben wir alles durch. Ich warne dich gleich vor. Ich werde dich gleich nach berühmten letzten Worten fragen. Das sage ich immer vor der vorletzten Frage, dass du noch so ein bisschen, berühmte letzte Worte. Aber du kriegst noch einen, beziehungsweise zwei Ratzfatz-Sätze von mir. Castings sind halt Teil meines Jobs. Es ist immer ein spannender Prozess letztendlich. Also für mich, ich sage, es ist ein spannender Prozess, weil man nicht weiß, was kommt. Man kann auch daran verzweifeln natürlich, weißt du, wie ich meine? Ja, also das ist so, du hängst in der Luft und wartest, ob in dem Jahr noch irgendwie was reinkommt und so, und dann kommt was und dann ist man aufgeregt und sonst irgendwas. Aber natürlich ist dann, wenn du bei einem Casting bist, dass die Leute an dich denken, ist natürlich was Positives. Grundsätzlich nichts gegen Casting, aber das ist schon immer eine aufregende Geschichte. So ist es nicht, weil man den Job natürlich auch immer haben will. Ja klar. Ist ja klar. Und auch sich gut vorbereitet drauf. Also, liebe Regisseure, aufgemerkt jetzt, denn vielleicht ist das jetzt eure Chance, ja, liebe Produzenten und Regisseure, denn wenn ich mir jetzt meine Traumrolle wünschen könnte und sag, hey, liebe Produzenten, ruft mich an, dann wäre das? Eine Rolle, scheißegal welche, bei, wie heißt der jetzt?
Quentin Tarantino, Entschuldigung, jetzt muss ich nachdenken, aber wenn ich mir was wünschen würde, dann da. Ja, ja, aber letztendlich hast du als Schauspieler, glaube ich, keine so große Wahl. Du musst schon meistens nehmen, was kommt, weil also ich bin ja in einer wahnsinnig komfortablen Situation. Das ist wirklich unglaublich, das jetzt 10 Jahre zu haben. Ein tolles Geschenk und da muss man wirklich dankbar sein, dass die Zuschauer das so annehmen. Und das ist leider kein Wunschkonzert. Ich verstehe die Frage da total. Wie gesagt, es wäre natürlich mein Traum, aber ja. Nee, wird wahrscheinlich nichts mehr in diesem Leben. Wer weiß. Never say aber never. Aber was? Never say never. Ja, wer weiß. Er hört ja auch deinen Podcast, also von daher definitiv könnte es ja funktionieren. Der wird gleich synchron übersetzt auf Englisch und dann... Ja, 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 eben. Selbst als Kurzeinblick Leiche im Quentin Tarantino im nächsten... Ja, Paul Sinemeyer steht bereit. Steht zur Verfügung, klar. Wunderbar. Wir hoffen trotzdem, dass wir dich und euch noch ganz, ganz lange weitersehen. Nämlich, du hast es ja nicht angedeutet, dass es vielleicht weitergehen könnte in einer 13. Staffel. Die Hoffnung stimmt nie, aber ich glaube, die Hoffnung ist berechtigt. Kann man das so sagen? Wir haben nichts gesagt. Wir haben nur etwas angedeutet. Nee. Und wenn ich jetzt meine berühmten letzten Worte, wenn ich sie sagen würde, ich wünsche mir, dass es weitergeht und dass es mit dir als herzensguter, tollpatschiger und einfach wunderbarer Riedel weitergeht. Aber das sind nicht meine letzten Worte, die berühmten, sondern das sind deine berühmten letzten Worte. Nicht insgesamt, aber in diesem Podcast. Leute, macht's keinen Blödsinn. Genießt das Leben. Alles andere ist eh wurscht. Vielen Dank, dass du da warst. Ich bedanke mich. Schön war's. Vielen Dank. Das Promi Round and Round als Podcast oder Videopodcast. She got me going. She got me going here and there and everywhere. Upside down. Weitere Folgen findest du hier.